Leute, und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Diesen Mittwoch wieder im Wohnzimmer, weil es da einfach wärmer ist. Und ja, ich habe ehrlich gesagt kein konkretes Thema. Mir ist so auf die Schnelle nach dem Halloween-Spezial nichts eingefallen. Ich muss zugeben, ich bin erstmal zusammengesackt, so richtig, wie so ein Akkordeon. Ich habe den gesamten Samstag durchgepennt und am Sonntag war ich auch matsch. Am Montag war ich dann ultra gestresst, weil ich am Dienstag einen Zahnarzttermin hatte und den habe ich überstanden. Gut. Ich hasse Zahnarztbesuche. Ich habe Angst vor dem Zahnarzt. Aber da geht es mir nicht als Einzige so. Meiner Mutter geht es da auch so. Ich habe noch ein paar Überreste vom Halloween-Spezial. Ich habe endlich herausgefunden, wie man dieses Teil zum Lachen bringt. Man muss es auf den Boden schmeißen. Hier geht es auch so. Jetzt, da schlägt mich meine Mutter. Ihr müsst wissen, es ist total früh am Morgen und, oh Gott, Entschuldigung, Mom. Und die liegt noch im Bett und schläft und ich stotter so einen Lachsack. Naja. Und was sonst noch übrig geblieben ist von Halloween, ist diese wunderschöne Kerze, die übrigens super gleichmäßig runterbrennt. Das hat man nicht oft, was ich irgendwie doof finde, weil ich immer so gerne Wachsfinger mache. Dann schimpft mich mal. Ja, was ich dennoch plane, ist, ich einfach geplant habe, ist dieses Video zu machen, weil es mir wichtig ist. Und ich könnte euch jetzt erzählen, dass ich total verwirrt und verpeilt bin, weil mein Kopf irgendwie so wumm, wumm voll ist. Also ich vergleiche meinen Kopf immer ganz gerne mit einem Haus. Inzwischen ist es schon wie Versailles in Frankreich, aber sonst hätte ich gar keinen Platz mehr für all das, was ich mir schon gemerkt habe. Ja, und in jedem Zimmer merke ich mir irgendwas, bloß habe ich eben nicht diese typische Ordnung, wie in der Küche sind Küchensachen, sondern bei mir kann es passieren, dass ich Sachen von der Küche im Bad finde. Ist lustig, auch im richtigen, also außerhalb von meinem Kopf, in meinem richtigen Leben habe ich so diese Marotten, die ganz komisch sind. Sowas wie, ich habe neue Hausschuhe und anstelle die auf den Boden zu stellen, stelle ich die erstmal auf den Schreibtisch und das ist da gelang. Und weil sie der Mutti aufgefallen sind, habe ich mich dann entschieden, naja, dann stelle ich sie jetzt halt nicht mehr auf den Schreibtisch und habe sie halt auf den Stuhl gestellt. Da steht sie immer noch. Nicht, dass ich sie irgendwie aufräumen würde. Nein, sie müssen da eisern stehen. Was ich euch auch erzählen könnte, wäre, sonst habe ich überall so kleine Schlampereckchen. Das ist schon ganz schön. Hier. So Sachen, wo ich einfach irgendwas irgendwo hinschmeiße. Hauptsache nicht mehr im Weg. Hey, ich habe die Ente wieder gefunden. Die habe ich gesucht, gebe ich zu. Ja, und so versuche ich irgendwie alles Mögliche irgendwo irgendwie unterzubringen und mir zu merken, wo es ist, zumindest im groben Sinne. Ja, noch so eine schreckliche Marotte. Ja, man könnte eigentlich sagen, ich könnte euch mal ein paar von meinen furchtbaren Marotten oder Zwängen erzählen. Ja, vor allem die Zwänge. Ich habe den schrecklichen Zwang, ich kann nachts nicht schlafen. Und das ist jetzt kein Witz, wenn ich nicht die Füße zugedeckt habe. Und zwar so, dass die Zehen nicht rausschauen, nichts. Und mein Kopf komplett, also bis hierhin Minimum, also mindestens bis übers Ohr zugedeckt ist. Das hat zwei ganz, naja, eigentlich nicht lustige, damals nicht lustige, aber heute im Nachhinein, vor allem wie es geblieben ist, marottentechnisch Gründe. Es ist so, als ich ein kleines Kind war, hat mir mal irgendjemand gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr wer, deck dich gut zu, sonst stehen dir die Zehen, Kobolde die Zehen. Das hat mich damals so erschreckt, dass ich mir dann so gedacht habe, Hilfe!
Und dann irgendwie alles dran gesetzt habe, um bloß nicht die 10 an die 10 Kobolde zu verlieren. Und die zweite Geschichte hat was damit zu tun. Ich habe mir mit, ich glaube, es war so 6, 7, bin ich mal, konnte ich nachts nicht schlafen und bin aufgestanden. Und dann hat mein Vater so einen Vampirfilm gesehen. Und da war irgendwie war das, glaube ich, ein Comedy-Film, sollte es sein, hat aber bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Weil der ging in etwa so: Der Vampir ging ins Zimmer und dann war da ein Mädchen, der Kopf war zugedeckt und der Hals eben auch. Dann schon wäre weitergegangen. Und dann war eine daneben, bei der war es nicht so und dann er so: Lecker, mehr Abendessen. Und das hat sich dann bei mir so eingeprägt: Wenn ich den Kopf zudecke, dann wird schon nicht von einem Vampir verschlungen. Ist schon lustig, an was man so als kleines Kind sofort glaubt, wenn es jemand mal einer erzählt. So ganz ohne zu hinterfragen, ohne es zu verifizieren. Einfach nur erstmal dran glauben, das muss wahr sein. Ich hätte auch geschworen, dass Winnie der Pooh echt ist. Jetzt habe ich echt ein Winnie der Pooh-Kuscheltier. Oh Gott, ich mache nur so flache Flachwitze. Und vor allem, was noch schrecklicher ist, ich habe furchtbar britischen trockenen Humor. Also, ich habe einen schwarzen Humor und einen britischen Humor. Also, da kann man sagen, was man will, den habe ich von meiner Mutter. So Wortwitz, der bringt mich zum Lachen. Furchtbar sogar. Ja. Ich versuche in letzter Zeit, was ich jetzt auch so sagen könnte, meinen Schlafrhythmus wieder zu drehen. Das ist auch so eine schlechte Marotte von mir. Habe ich aber auch schon mal erzählt, ich gehe immer viel zu spät ins Bett und stehe dann auch dementsprechend immer viel zu spät wieder auf. Das versuche ich gerade zu ändern. Läuft aber nicht so gut. Ich versuche mehr Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden zu verbringen. Wenn sich nur viele melden, sich. Wie viele melden sich nicht zurück, ja, aber gut. Du darfst nicht erwarten, dass einer um 4 Uhr nachts dir noch schon zurückschreibt. Oh, so eine ganz komische Marotte, die ich habe, ist, wenn man mich was fragt, sage ich immer erstmal ja. Und wenn man dann nochmal nachfragt, sage ich immer nein. Also sehr oft, es ist nicht immer so, aber sehr oft habe ich diese furchtbare Marotte. Und auch so eine Marotte ist, ich sage viel zu oft, klingt komisch, ist aber so. Und noch so ein Satz, den ich oft benutze, ist, ach nee. Oder, ja, nee, ist klar. Oh Gott, diese Sätze sage ich immer so gern und so oft. Und noch eine ganz üble Marotte, die meine Oma auch immer anprangert: Ich fluche. Ich fluche wie ein Rohrspatz. Ich kann fluchen wie ein Rohrspatz. Das will ich mir abgewöhnen. Ja, was könnte ich euch noch so erzählen? Also, ich muss sagen, ich bin total gespannt, weil entweder es ist jetzt noch ein Video oder es sind, warte, also die Möglichkeit sind ein Video, zwei Video oder drei Video. Aber auf jeden Fall, irgendwas in diesem Raum kommt dann endlich vermutlich das iPad Pro raus. Da freue ich mich ja schon länger drauf und bin auch total gespannt. Wobei ich immer noch finde, dass Apple da ganz schön halsabschneiderisch ist mit diesen Preisen. Das kann sich ja keiner leisten. Naja. Was ich euch nochmal fragen wollte, ist, wollt ihr vielleicht mal so ein Video ab in ein paar Monaten würdet ihr es dann anfangen, wo ich euch einfach erzähle, was ich so die Woche gemacht habe? Kleine Vorwarnung, klingt nicht viel spannend. Also da passiert nicht viel bei mir in den Wochen. Also so leicht, ja, tagebuchmäßig angehaucht, so wenn ich mal was erlebe, euch einfach erzählen, was da los war. Und nicht nur hier erzählen, was ich gerade mich beschäftigt oder so themenmäßig.
mein Hase ist zurzeit stinksauer mit mir. Oh Gott, die frisst seit neuestem Fingernägel. Ist ganz komisch, wenn ich mal rausfinden würde, warum sie das macht. Und jetzt habe ich kaum noch Fingernägel. Noch zwei oder so. Ganz schlimm. Die anderen hat sie mit mir alle abgebissen. Ja. Ich denke, das war's. Ja, kann ich euch irgendwie die Woche tatsächlich nicht erzählen. Ich könnte jetzt noch erzählen, dass ich plane, am Freitag auf jeden Fall ein besseres Video zu machen. Und dass ich diese Woche, am Mittwoch ehrlich gesagt, also heute total überrumpelt war, so gedacht habe, oh no, wir haben schon wieder Mittwoch. Das hat sich eigentlich angefühlt wie ein Montag. Und ich entschuldige mich im Vorhinein für alle, die sagen, Gott, das Video war schwach, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Nur ich bin irgendwie verwirrt und müde und auch ein bisschen angekifft, muss ich zugeben. Ich habe gestern eine leichte Beruhigungstablette genommen für einen Zahnarztbesuch. Und wenn ich Tabletten nehme, dann wirken die immer, wenn es dumm läuft, mindestens so 3-4 Tage. Das ist furchtbar. Und deswegen bin ich so extrem müde und schlapp und verwirrt. Naja. Ich sag trotzdem das Übliche. Wenn ihr Fragen habt, egal welcher Art, oder falls ihr irgendwas genauer wissen wollt, falls ich mal ein Video anseht und sagt, da hätte es aber auch mehr zu dem Thema sagen können. Schreibt mir das alles gerne in die Kommentare. Weil ich möchte auch, dass ihr, ich will eigentlich, dass ihr die Videos als Hilfestellung habt. Oder zum Vergnügen oder wie auch immer. Also ich weiß ja nicht, aus welchem Grund ihr die anguckt, aber ich freue mich, dass ihr es tut. Vor allem auch, dass ihr so nett seid. Also ich hab euch alle schon gerne. Ich kann es noch nicht genau erklären, aber ich mag euch jetzt schon alle. Ich habe noch kaum jemanden kennengelernt, aber okay. Ja. Und dann könnt ihr mir, wie gesagt, Fragen stellen. Einfach hier direkt unter das YouTube-Video schreiben oder über Facebook, da habe ich den Link bei Fragen in meinem Kanal, oder auch per E-Mail, das wäre dann bell.riedmeier@outlook.com. Ja, das war's. Bis nächste Woche. Ciao.